Ein leistungsstarkes Smartphone mit edlem Gehäuse ist dieses Mal unser Expertenangebot der Woche. Das Huawei G-Play Mini überzeugt mit seinem hochwertigen Design und mit seinem starken und kompakten Gehäuse aus Metall. Der Modellname Mini wird dem Smartphone hier eigentlich gar nicht gerecht, denn der 1,2 GHz Octa-Core-Prozessor sorgt für eine flüssige und schnelle Bedienung des Android-Betriebssystems. Bereits installiert ist hier Android 4.4, ihr könnt aber in Kürze auf Android 5.0 updaten. Mit dem G-Play Mini habt ihr immer eine hochauflösende Kamera in der Tasche, mit der ihr jeden Moment einfangen könnt. Das Handy besitzt eine 13-Megapixel-Rückkamera und eine 5-Megapixel-Frontkamera. Um das Ganze abzurunden, hat Huawei dem Smartphone ein 5 Zoll, also 12,7 cm HD-IPS-Display gegeben, was für eine exzellente Farbwiedergabe sorgt. Das Huawei G-Play Mini gibt es in den Farben Gold, Schwarz und Weiß im Expertenangebot der Woche für nur 179 Euro. Expert, preiswert und kompetent in Hoyerswerda, Senftenberg und in Cottbus oder unter esc-expert.de. Senden Sie alle guten Wünsche zum Weihnachtsfest oder Ihre Neujahrsgrüße direkt ins Wohnzimmer Ihrer Kunden. Elsterwelle, Radio und Fernsehen machen es möglich. Nutzen Sie die preiswerte Alternative zum Grußkartenversand bei Ihrer Elsterwelle und informieren Sie sich unter Hoyerswerda 42 54 0. Hallo liebe Handballfans, mein Name ist Ben Kral und ich spiele auf der Rechtsaußenposition beim LHV Hoyerswerda. Ich lade euch alle herzlich zu unserem nächsten Heimspiel diesen Samstag gegen die HSG Neudorf Döbeln ein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel. Der Lausitzer Handballverein Hoyerswerda wird freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Erfolg braucht starke Partner mit Energie. VBH. Wir machen das. Die VBH Handball Grundschulliga. Das Weihnachtsturnier am 6. Dezember ab 10 Uhr. Sporthalle am BSZ Hoyerswerda. Da gibt's richtig tolle Spiele. Ihr müsst unbedingt dabei sein. Und uns anfeuern. Das macht bestimmt viel Spaß. Na klar. Erfolg braucht starke Partner mit Energie. VBH. Wir machen das. Hallo, ich bin die Caroline Ullmann vom SC Hoyerswerda. Ich spiele auf der Rückraumposition und an diesem Samstag spielen wir gegen Niederdudeleben hier in der BSZ Arena und dazu laden wir euch ganz herzlich ein, uns hier zu unterstützen. Die Handballerinnen vom SC Hoyerswerda werden freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Erfolg braucht starke Partner mit Energie. VBH, wir machen das. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Mittwoch, dem 2. Dezember. Was ist ein Grundstück oder eine Eigentumswohnung in etwa wert? Diese Frage kann für potenzielle Käufer und Verkäufer entscheidend sein. Das Land Sachsen will Immobilieninteressierten die Suche nun vereinfachen und hat jetzt erstmals einen Grundstücksmarktbericht vorgelegt. Für alle, die Wohnungen oder Grundstücke in Sachsen kaufen oder verkaufen wollen, könnte der Grundstücksmarktbericht von Bedeutung sein. Erstmals gibt Sachsen einen landesweiten Überblick über Umsatzzahlen, Preise und Preisentwicklung, um Transparenz im umstrittenen Immobilienbereich zu zeigen. Sachsens Innenminister Markus Ulbich sieht den Bericht als Leitfaden. Für alle, die Wohnungen oder Grundstücke kaufen oder verkaufen wollen, aber auch für jemanden, der eine Garage oder einen PKW-Stellplatz im Blick hat, findet hier wertvolle Hinweise.
Entstanden ist der Bericht über einen Gutachterausschuss, bestehend aus ehrenamtlichen und unabhängigen Sachverständigen. Ein Schwerpunkt ist die Wertermittlung samt der dazu erforderlichen Daten sowie erstmals auch Immobilienrichtwerte für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. Die darin zusammengefassten Daten basieren auf den Bodenrichtwerten der 10 Landkreise und 3 kreisfreien Städten. Dabei schneidet der Landkreis Bautzen und der Vogtlandkreis als preiswertes Bauland ab. Ich muss sagen, also für die beiden Großstädte wieder, ich bin ja auch in Leipzig zuständig für den Gutachterausschuss, haben wir natürlich einen unglaublichen auch Immobilienboom, der natürlich auch damit zu tun hat, dass wir unglaublich wachsende Städte haben. Ja, also ich sag mal, die demografische Entwicklung und der Immobilienmarkt, die hängen natürlich schon relativ stark zusammen, das ist ganz klar. Und dann haben wir in den Einzugsbereichen wieder dieser Städte, haben wir natürlich auch, ich würde mal sagen, eine konstante, vielleicht bis leicht steigende Entwicklung. Weil natürlich auch aufgrund der Preissteigerung wieder Eigentümer oder potenzielle Eigentümer aus der Stadt rausgehen, wie Minister Ulbich das schon gesagt hatte, um vielleicht hier im Bereich eines etwas niedrigen Niveaus trotzdem zu Grundstückseigentum zu kommen. Und ja, wir haben natürlich auch die Randbereiche, die strukturschwachen Bereiche, wo wir jetzt nicht wirklich vom Immobilienboom sprechen können. Ja, das ist klar. Wir haben da natürlich auch, das können Sie im Marktbericht auch sehen, gibt es eine entsprechende Darstellung auch zur Bevölkerungsentwicklung, haben da natürlich schon auch Bevölkerungsrückgang. Und das heißt natürlich auch, dass das Angebot mit der Zeit größer wird als die Nachfrage. Und was das für Preise heißt, das brauche ich Ihnen sicherlich nicht erklären. Der Grundstücksmarktbericht für 2015 ist online abrufbar und soll künftig alle 2 Jahre erstellt werden. Die Bodenrichtwerte für Sachsen sind kostenlos im Internet abrufbar. Eine Grundstückswertermittlung ist teilweise möglich. Sachsen erhofft sich damit, vorausschauender planen zu können und auch mehr ausländische Investoren zu gewinnen. Über 500 Millionen Euro haben Sozialhilfeträger in Sachsen im vergangenen Jahr für die Eingliederung von behinderten Menschen ausgegeben und damit rund 50.000 Sachsen in Notlagen unterstützt. Das teilte das Statistische Landesamt heute zum Tag der Menschen mit Behinderung mit. Mehr dazu gleich in den Nachrichten. Wir bringen Sie, wohin Sie wollen, zum Beispiel Krankentransporte zur Chemo- oder Strahlentherapie. Taxi Martin, täglich 24 Stunden erreichbar an 7 Tagen in der Woche. Allen Kunden und Geschäftspartnern fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mit uns fahren Sie auch im neuen Jahr. Immer richtig. Holzwerder 40 66 66. Eine Bank, die jeder versteht. Zukunftsweisend durch innovativstes mobiles Banking. Was ist denn da? Die App von dieser Bank. Das kann ich alles. Eigentlich alles. So, Meister, fertig Ihre Bank. Aber die heißen doch gar nicht Bank. Sparkasse. Der Unterschied beginnt beim Namen. Kann ich deine Nummer haben? Wichtiges sollte man nicht aufschieben. Genau wie die Sparkassen-Altersvorsorge. Am Hoyerswerda Seenlandklinikum ist am Mittwoch eine akutgeriatrische Station eingeweiht worden. Rund 3,7 Millionen Euro wurden in den Umbau investiert. 3 Millionen davon gab es dazu vom Freistaat. Die Station hat mehr als 30 Betten. Angeschlossen ist außerdem eine Tagesklinik, die über 12 Plätze verfügt und bereits geöffnet ist.
In Sachsen gibt es knapp 80 Krankenhäuser, nur 22 davon besitzen eine spezielle Station für die Altersmedizin. Hoyerswerda gehört nun offiziell dazu und das aus gutem Grund. Schließlich ist aus der jüngsten Stadt der DDR eine der ältesten im Freistaat geworden. Hier hieß es nun reagieren und bereits seit 3 Jahren wurde am Aufbau des neuen Zweiges gearbeitet, der nun von Sozialministerin Barbara Klepsch in Betrieb geschickt wurde. Die Bedeutung der Geriatrie wird weiter zunehmen. Das zeigen ein Blick auf die Entwicklung des Versorgungsbedarfs und auf einen Blick auf die demografische Entwicklung der Bevölkerungsgruppe der über 80-Jährigen. Wurde in 2009 noch 193.000 Patienten geriatrisch in Deutschland versorgt, so waren sie in 2013 schon 259.000. Das sind 26% mehr. Tendenz steigend. Experten gehen davon aus, dass die Anzahl der 80-Jährigen in den kommenden Jahren um mehr als 25% steigen wird. Ich finde, das sind beeindruckende Zahlen. Und vor allem begründen sie einen Zwang zum Handeln. Der Zwang zum Handeln ist aber nicht nur durch das Älterwerden, sondern auch die veränderten Familienstrukturen gegeben. Dass mehr Generationen wohnen und kümmern, ist ja heute mehr die Ausnahme, denn die Regel. Unser Ziel ist es letztlich, eine flächendeckende geriatrische Struktur zu schaffen, die ambulant, stationär, rehabilitativ und pflegerisch, ehrenamtlich und in der Selbsthilfe zu einem funktionierenden Netzwerk zusammengehören und letztlich unseren älteren Menschen, unseren älteren Patienten das lange Leben in den eigenen vier Wänden ermöglicht. Die Eröffnung der Geriatrie bezeichnete Geschäftsführer Jörg Scharfenberg als Weihnachtsgeschenk, das allerdings vermutlich ohne die Sana-Kliniken als Mitgesellschafter kaum möglich gewesen wäre. Mit steigendem Alter erhöht sich das Risiko, unter chronischen Erkrankungen zu leiden, die auf verschiedene Art und Weise mit den akuten Beschwerden interagieren können. Unsere älteren Patientinnen und Patienten sind deswegen auf ein Behandlungskonzept angewiesen, das in jeder Phase seiner Erkrankung die Komplexität der medizinischen Situation berücksichtigt. Darüber hinaus brauchen viele unserer Patientinnen und Patienten auch nach Abschluss der stationären Behandlung weitere Unterstützung im Alltag. Am Nachmittag konnten sich auch Interessierte in den Räumen umschauen und viele werden sicherlich gehofft haben, sie, egal wie schön, nicht so schnell in Anspruch nehmen zu müssen. Menschen mit Behinderung profitieren noch viel zu wenig vom Aufschwung am Arbeitsmarkt. Das sagte heute Sozialministerin Barbara Klepsch. Viele hätten eine abgeschlossene Berufsausbildung oder einen Hochschulabschluss. In Sachsen leben 380.000 Menschen mit Behinderung. Weitere Nachrichten des Tages haben wir jetzt für Sie zusammengestellt. Die Tage des Bahnhofes in Schwarze Pumpe waren bereits seit langem gezählt, wo noch bis Anfang der 90er Jahre für tausende Menschen der tägliche Weg zur Arbeit entlang führte, begann heute der endgültige Abriss des Gebäudes. Nach der sogenannten Entkernung des Innenlebens haben nun die Bagger der Hoyerswerda-Firma Glaukon die Regie übernommen. Dabei wird zunächst das Hauptgebäude fallen, bevor auch der Abriss der überdachten Bahnsteige erfolgt. Wenn das Wetter mitspielt, so war von Bauleiter Carsten Dormann zu erfahren, soll der komplette Abriss in ca. 2 Monaten Geschichte sein. Zum bereits 11. Mal startete am Dienstagabend der lebendige Adventskalender in der Hoyerswerda-Altstadt. Von der Johanneskirche ging es zur Fleischerei Sinapius, um dort das Krippenspiel mit einer Figur zu bestücken. Anschließend wurde das Kalendertürchen geöffnet. Am Dienstag ging es in die ehemalige Musikschule in der Schulstraße. Hier bekamen die Besucher die Möglichkeit, ein letztes Mal bei Punsch und Plätzchen das alte Gebäude anzuschauen, bevor die Umbaumaßnahmen zum Wohnhaus konkret werden. Der lebendige Adventskalender findet immer von Montag bis Samstag statt. Treff ist jeweils 18 Uhr.
Die Initiative Stadtwunder ruft zum Weihnachtsbaumschmücken in der Altstadt auf. Gern gesehen sind Baumschmuck, Kugeln, wetterfeste Päckchen und anderes Gebasteltes. Jeder, ob als helfende Hand oder Sponsor von Dekoration, ist herzlich willkommen. Treff ist am Samstag um 10 Uhr auf dem Altstadtmarkt. In Kamenz ist der Startschuss für die Messe VIA 2016 gefallen. Ab sofort können sich Aussteller dafür anmelden, wird informiert. Die Messe findet vom 18. bis 20. März in den Regio-Bushallen statt. Aktuelle Informationen und Anmeldeformulare gibt es im Internet unter www.messe-kamenz.de. Für Buchungen bis zum 15. Dezember gibt es einen Frühbucherrabatt auf die Standmiete. Der Tunnel unter der Spremberger Chaussee ist Geschichte. Das Bauwerk wurde in den letzten Wochen verfüllt. Derzeit sind noch Arbeiten an der Angleichung zum restlichen Umfeld nötig. Wir haben in unserem Archiv geschaut und einen Beitrag gefunden, an dem der Tunnel seinen 10. Geburtstag hatte. Im Oktober 1998. Die Interessengemeinschaft Territoriale Rationalisierung beim Rat des Kreises machte sich einen Kopf, wie man die Kinder sicher ins andere Stadtviertel bringen könnte. Und da ward die Idee vom Tunnel geboren. Die Straße wurde aufgerissen, Betonelemente von der Eisenbahn in die Erde gesetzt. Am 22. Oktober 1988 konnte Vollzug gemeldet werden. Die damalige Bürgermeisterin Christel Rudolf lud die Erbauer zu einer Feier ins HBE. Doch die Freude am neuen Tunnel währte nicht lange. Wo eröffnet man das dann leider später? Mein Mann ist mal durchgerannt, aber was, da konnten wir nicht durch. Das wurde zum Dauerproblem des Tunnels. Bei Regen holte man sich nasse Füße, bis er entwässert wurde. Heute ist er vor allem Aktionsfläche für junge Laienkünstler und Bauwerk für Liebesbotschaften. Keiner hat am Donnerstag an seinen 10. Geburtstag gedacht. Dabei könnte man ihm ruhig etwas schenken, finden jedenfalls Marco, Sabine und Christian. Ich hätte nur eine andere Idee für den Tunnel, weil der so dreckig ist, den könnte man mal neu machen, also neu streichen drinnen. Man könnte den auch mal richtig sauber machen. Und das oder, Frühzeit oder was, oder mal beschmücken, schmücken und anmalen, richtig Künstler. Vielleicht hat es ja jemand gehört, der in sowas Ähnlichem arbeitet, wie es früher die Interessengemeinschaft Territoriale Rationalisierung war. Ansonsten Happy Birthday, Tunnel! Hinter uns liegt gerade erst der wärmste November seit 1761. Der Dezember könnte dem in nichts nachstehen. Zum Nikolaustag erwarten wir in Sachsen zweistellige Werte. Mehr dazu gleich in den Wetteraussichten. Außerdem sehen Sie dann die Veranstaltungstipps. Nichts los hier? Oh, doch! Das übrigens ist der Titel einer neuen Sendereihe. In lockeren Interviews bieten wir den Akteuren vor Ort eine Plattform, sich vorzustellen. Egal ob Krabbelgruppe, Jugendclub, Häkel- oder Töpferkurs oder die Männerrunde. Jeder hat hier die Chance, dabei zu sein. Ausnahmen gelten für kommerzielle Angebote. Interesse? Einfach eine E-Mail mit kurzer Beschreibung, Ansprechpartner und einer Telefonnummer an info@elsterwelle.de. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Stop and Go, die aktuellen Straßensperrungen aus unserer Region. Der Winter naht, die Baustellen nehmen ab, trotzdem haben wir noch einige Informationen für Sie. Zu kurzfristigen Straßensperrungen kommt es an diesem Wochenende. Aufgrund der Weihnachtsmärkte ist in Wittichenau die gesamte Innenstadt gesperrt. In Bernsdorf betrifft es den neuen Markt.
Die Görlitzer Brücke in Hoyerswerda ist in Richtung Bautzen komplett gesperrt. Umgeleitet wird für Fahrzeuge in beide Richtungen über die Kühl-Zweinert- und Stauffenbergstraße. Für Fußgänger und Radler gibt es eine Behelfsbrücke. Die B97, Ortsausgang Hoyerswerda in Richtung Bernsdorf, ist weiterhin halbseitig gesperrt. Derzeit wird zwischen der Gaststätte und dem Repomarkt gearbeitet. PKWs können die Baustelle mit einer Ampel passieren. Für LKWs gilt die großräumige Umfahrung über Schwarzkollen, die B96 und Naht. Und in Lauda ist der Bahnübergang Oststraße vollgesperrt. Eine Umleitung führt über die Engels- und Liebknechtstraße. Stop and Go, die aktuellen Straßensperrungen aus unserer Region. Hallo liebe Zuschauer, wir melden uns heute wieder einmal aus dem Schloss und das aus gutem Grund, denn am Donnerstag wird die Weihnachtsausstellung hier eröffnet. An meiner Seite Museumschefin Kerstin Noack. Die Weihnachtsausstellung, was beinhaltet sie denn in diesem Jahr? Historisches Spielzeug. Und das Besondere daran ist, es ist eine Schenkung. Also das Schloss- und Stadtmuseum Hoyerswerda bekommt historisches Spielzeug geschenkt von einer Künstlerin, die derzeit in Wiesbaden wohnt, gebürtig aber aus dieser Region ist und wie gesagt unser Schloss auserkoren hat, uns ihre lange Jahrzehnte gesammelte Spielzeugsammlung zu übergeben. Und das wird sehr spannend werden. Ich denke mal, da wird es auch so ein, zwei richtig schöne Dinge geben, die man so einfach mal sonst nicht mehr findet. Richtig, also die müssen auch wirklich teilweise richtig geschützt werden, weil die so kostbar sind. Die sind auch gut aufbereitet, restauriert worden, viele Stücke. Das lag der Künstlerin auch selbst immer sehr am Herzen. Und das ist auch eine sehr schöne Reise in die Vergangenheit, wie tatsächlich Kinder früher gespielt haben und welche Möglichkeiten sie für ihre Spielfantasien hatten. Das ist das Schöne daran. Dann kann ich ja davon ausgehen, wenn die Weihnachtsausstellung, die ja dann im Januar wieder abgebaut wird, fertig ist, dass man die Stücke dann aber auch mal regelmäßig hier zu sehen bekommt. Das ist auf jeden Fall geplant, weil, wie gesagt, wir ja auch zu der Stadtgeschichte ganz viel in den nächsten Ausstellungsabschnitten zeigen werden. Und da gehört natürlich auch immer auch die Kindergeneration dazu in der Vergangenheit. Und da kann man das jetzt schön auch symbolisieren, was macht eigentlich ein Kind im 18. Jahrhundert, womit hat es denn gespielt? Und das ist natürlich schon schön, wenn man das zeigen kann. Da sind wir schon bei der neuen Ausstellung, dem Erlebnisreich. Wie ist denn der aktuelle Sachstand? Beim letzten Mal, als wir hier waren, gab es ein kleines Malheur. Kleines Malheur, was Gott sei Dank behoben wurde, dank zahlreicher Firmen, die uns dabei unterstützt haben. Mittlerweile haben wir absolute Baufreiheit und die Ausstellungsplaner und auch die ausführenden Firmen, die jetzt unsere Ausstellung bauen, die arbeiten jetzt alle ganz, ganz kräftig und zügig, insbesondere beim Holzbau, beim Druck. Und wir sind gerade sehr viel beschäftigt mit Korrekturen der Texte nochmal, bevor sie in den Druck gehen. Und wie gesagt, wir hoffen, dass wir bis zum Jahresende alles so weit stehen haben, dass wir es im nächsten Jahr öffnen können. Da sind wir dabei, also dieses Jahr ist definitiv nicht mehr zu halten. Ich denke eher nicht. Also ich hatte gehofft, dass es wirklich eine Weihnachtsüberraschung wird, dass wir noch schon zwischen Weihnachten und Silvester eröffnen können, aber im Moment sehe ich es nicht wirklich. Dann danke ich fürs Gespräch und liebe Zuschauer, merken Sie sich's, die Weihnachtsausstellung ab dem 3. Dezember im Schloss, sicherlich sehenswert. One little bit of
Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda können am Donnerstag noch einmal Nikolausstiefel gebastelt werden. Von 14 bis 18 Uhr ist geöffnet. Daneben kann aber auch der Reitkurs besucht oder beim Freizeitprojekt Tierisch-Tierisch mitgemacht werden. Beim Nachbarschaftshilfeverein Hoyerswerda ist der Donnerstagnachmittag der Kaffeeklatschnachmittag, denn Stunden beim Schälchen Hesen beginnen um 14 Uhr im Grünen Hain an der Hufelandstraße. Im Flieshof am Markt, im Mehrgenerationen-Nord-Süd-Treff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda und um 14.30 Uhr im Stelldichein in Lauter in der Einsteinstraße. Im Jugendhaus Lauter gibt es am Donnerstag offene Angebote. Es beginnt um 16 Uhr auch der Mädchentreff. Im Jugendclub aus Ossi in Hoyerswerda in der Hammannstraße ist am Donnerstag Kreativnachmittag. Ab 17 Uhr geht es im jungen Treff um aktuelle Computerspiele. Auf der Bühne im Lausitzzentrum Hoyerswerda ist ab 17 Uhr die Cottbusser Bläsergruppe mit weihnachtlicher Blasmusik zu hören. Im Mehrgenerationenhaus Bernsdorf in der Eisenberger Straße beginnt um 18 Uhr die Elternsprechstunde im Jugendtreff. Um 19 Uhr startet der Männertreff mit neuesten Informationen zum Auto von einem PKW-Servicetrainer. Und im Cinemotion in Hoyerswerda läuft ab Donnerstag in der neuen Programmwoche brandneu das Drama Im Herzen der See in 3D. Außerdem zu erleben sind Bridge of Spies und Disneys Weihnachtstrickfilm Ario and Spot. Am Donnerstag kommt die Sonne und es soll länger freundlich bleiben, sagen die Meteorologen. Am Freitag dann wieder wolkenreicher mit Schauern. Auch am Wochenende bleibt es wechselhaft mit über 10 Grad, aber schön warm für Anfang Dezember. Das war die Drehscheibe für Mittwoch. Morgen geht es bei uns unter anderem um die Fachtagung von 5000 Notfallmedizinern in Leipzig. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.